Jo, willkommen zurück zu einer weiteren Folge EU4, wo wir Dänemark spielen. Letztes Mal haben wir ja Holstein annektiert. So dass wir um drei Provinzen größer geworden sind, immerhin. Und ja. Genau. Ah, hier könnte man mit Holstein das verlassen. Durch den Austritt von Holstein aus dem Heiligen Römischen Reich wird die Reichsautorität reduziert und ja, ist egal, das kann da von mir aus auch drinnen bleiben erstmal. Erobert Ösel, dann haben wir einen Grund, da anzugreifen. Wir haben den Grund. Wir dürfen Ösel angreifen. Ich hab endlich. Ich hab drauf gewartet, ey, ganz ehrlich. So. Das heißt, ihr geht jetzt dahin. Na gut, ich hätte auch die dahin bringen können. Egal. Und versuchen gleich mal. Ding. Das hier auch einzunehmen. Die sind hier mit 7 Schiffen, aber gut, wir kommen ja mit 22 an, ne? Das ist jetzt natürlich auch nicht allzu wenig. So, da stoppen wir mal, dann machen wir das hier niedriger und wohl deutscher Orden hat mit Polen zu tun, oder? Besetzt durch Brandenburg, jetzt haben sie mit Brandenburg zu tun, oder was ist hier falsch? Momentane Kriege Polen, Moldau, Ungarn, Litauen und Brandenburg. Ja, die haben erstmal mit Lit. Wer ist da überhaupt? Mit wem Gegner? Also Brandenburg und gegen Deutscher Orden. Polen war, glaube ich, auch gegen die. Warte, das muss ich erstmal gucken. Genau, die haben sind Angreifer gegen Deutscher Orden. Die greifen die an. Und die greifen auch die an. Was macht Ungarn? Die greifen auch die. Okay. Und Litauen ist wiederum mit Muskovy im Krieg und dem Livonischen Orden. Weil die wahrscheinlich mit die verbündet sind und die, die angegriffen haben, sind die in Bündnis und müssen Polen mit dementsprechend durch. Ja, und ich mische mich jetzt noch mit ein, indem ich Livonische Orden angreife. Ja, okay. Das muss man erst einmal. Na gut, Riga wird da eh nicht viel machen können. Und Deutscher Orden, die sind mit sich selbst beschäftigt. Gucken wir mal. Und sind die dabei? Nein! Ein Glück. Okay, dann können die Schiffe da jetzt hin. Oh, jetzt aber schnell rüber, weil da sind deutsche Schiffe. Also, jetzt. Okay. So, und die verpieseln sich jetzt mal hier hin. Nach Aaland. Zum Glück haben wir Schweden als Mitverbündeten dabei. Ich sagte. Oder Moment mal. Ah, wir dürfen hier durch ihr Gebiet durch. Das ist in Ordnung. Wunderbar. Dann machen wir es so rum. Genau. Dann, okay, dann machen wir es halt so. Wenn wir durch die ihr Gebiet durch dürfen, dann ist alles prima. Na gut, hier haben wir nochmal 10.000 zur Reserve, falls die irgendwas meinen zu müssen. Oh. Unsere schwedischen Freunde müssen wir unterstützen. Wunderbar. Und wir werden am besten hier mit absperren. Genau, ist vielleicht am besten. Ah, Schweden nimmt mit ein. Das ist einwandfrei. Genau. Oh. Das war jetzt so nicht geplant. So, hier helfen wir mal denen. Hier macht auch Polen, weil Mecklenburg irgendwie mit. Ach, keine Ahnung.
Ah, wir verlieren ein bisschen Einheiten, ne? Was macht Poskow jetzt hier? Also, die latschen nur durch. Ich dachte gerade irgendwie, die haben jetzt auch Krieg mit denen oder so. Doch, die sind. Also, aber Livonischer Orden, da wollen sie jetzt nichts. Voll in Ordnung. Ah, wir haben die 16 abgesperrt. Ah, geil. Das finde ich wunderbar. Das finde ich einwandfrei, genau. Ah, Norwegen sperrt hier vor Riga ab. Das Gebiet, das ist cool, dass die das hier machen. Ja, nee, und das sollte man jetzt doch einnehmen. Wisst ihr was? Wir werden jetzt hier auch mit Truppen hin marschieren. Mit 5000 nochmal. Einfach nur nochmal zur Unterstützung, falls doch auf einmal was Unvorhergesehenes passiert. Wie viel Kriegs... 6%. Ah, Deutscher Orden ist jetzt mit bei. Okay. Interessant, aber die haben trotzdem noch zu tun, ne? Einmal Dänemark, Schweden und Norwegen und immer noch Polen, Moldau, Ungarn. Halt. Okay. Ach, für die sieht es minus 27. Was? Wollt ihr mich verarschen? Wo sind überhaupt die Schweden gerade hin? Das verstehe ich nicht. Wo sind die? Ach, egal. Ja, also, ihr könnt da jetzt mit hin. Ah ne, wir helfen die. Ah, da sind die Schweden, ja, wollte gerade sagen. Irgendwie stimmt da doch sonst was nicht. Ah, gute Sache. Und ich gehe mal mit meinen Truppen mal dahin. Oh. Ich stopp mal kurz. Nein, das machen wir jetzt nicht. Das heißt, wir werden gucken. Genau, das haben wir verringern. Ach, die Schweden sind da gerade. Oh, okay. Die haben umgedreht, um uns zu helfen. Das ist in Ordnung. Das ist voll okay, sei. Na gut, die Mission mit Ösel. Mal gucken, ob wir das machen. Weil wir sind bei 20%, ne? Wenigstens drei Provinzen sollten wir für uns einnehmen. Damit wir Norwegen auf jeden Fall annektieren können. 1400 Ding. 1494. Ah, der Deutsche Orden macht aber auch keine Angst, Leuten hier reinzukommen. Die sind bestimmt noch im Krieg mit Polen und so. Ja. Okay. So. Ja, okay, die Schweden backen gerade ein bisschen rum. Ach! Da sind die! Die sind die da jetzt hingekommen? Wahrscheinlich sind sie da gelandet oder was? Wahrscheinlich sind die. Das muss Schweden klären, ganz ehrlich. Aber wir sind bei 19%. Ganz ehrlich, das muss Schweden klären. Da kann ich jetzt schlecht was machen. Inwiefern hat das jetzt uns 2%? Obwohl die haben 3. 4! Ja, Schweden kommt hier mit 15.000, Norwegen kann am besten Schweden auch gleich mal helfen mit seinen 11.000, dann geht das eigentlich schon. Das ist jetzt in dem Sinne, ja, hier auf dem Gebiet komme ich alleine klar, ganz ehrlich. Beziehungsweise, ich kann auch nochmal unterstützend helfen. So. Ja, summa summarum, ja. Für uns gut aus. Genau, natürlich. Kommt, dann latscht ihr dahin, weil die werden jetzt nach Hause gehen. Hundertprozentig. 29%.
Die werden jetzt bis. So, wollen wir gehen? Ach, nur genau in die Ecke. Das werden die doch nie im Leben überleben. No, da sind gerade die. Oh, seid ihr doof, ey. Ihr wollt fliehen. Ja, jetzt sind die tot. KI manchmal, ganz ehrlich. KI. Warum gibt es KI? Welche war das hier? Genau, es waren gerade die. Nächstes Mal schicke ich sie komplett hoch. Ganz ehrlich. Das nächste Mal einfach komplett. Ganz ehrlich. Das ist mir dann auch egal. Das sind natürlich ordentlich Einheiten. Ja. Das sind wir am Anfang. Wo wir angefangen haben. Cool. Ach, Mensch. Die Deutschen? Deutsche Orden? Die sind alle nur noch da versammelt. Also, wenn die jetzt in Schweden und Norwegen vereint da runter rennt, dann. Ja. Durch den Krieg ist das jetzt mehr geworden. Nee, 25 geht noch. 30%. Oder können wir da schon was erreichen? Frieden. Ja, ja. Ja, das ist sowieso. Ja, wir haben 3 Gebiete. Wir können es vielleicht auch versuchen mit. Nee, mit denen, die lassen sich nicht drauf ein. Die sind nämlich sogar noch mit hoch. Nee, komm, dann nehmen wir weiter ein. Ah, das ist nur eine Provinz, cool. Dann nehmen wir jetzt weiter hier ein. Mal gucken, wie viel Prozent es uns das gibt. Und dann sind wir gerade bei 29. Ja, da oben könnt ihr euch auch mal beeilen. Laufen die überhaupt irgendwo? Nein, die lassen natürlich so, dass Stockholm eingenommen wird. Ne? Das war so klar. Und die hier, die auch. Ah, warum nicht? Ne? Aber ich will meine 18, sagen wir mal 17 Einheiten wieder haben. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5 Einheiten. 1, 2, 3, 4, 5. So. Genau, die will ich ja wieder haben. So. Oh, da sind 10.000. Ah ja, wenn Stockholm eingenommen ist, ja. Denn, ey. Bewegt euch! Wirst du mal hier runtergehen? Geht doch. Geht doch. Oh. Die sind der Meinung, wir wollen. Okay, die wollen das jetzt wieder zurückholen. Wie? Nee. Ja, weil wir es bei 25%. Oh. 25 runter sind, ey. Stehen sie nur da. Vielleicht haben wir noch diese. Das hat uns natürlich auf 15% runtergebracht. Seid ihr doof, ey. Seid sowas von doof, ja. Okay, die haben sich jetzt aber nicht bemüht hier. Gute Sache. Nein. Es gibt keinen Frieden. Wen ist so nicht schön, dass er zurück. Ach du Scheiße, die stehen schon im Kurs um meine Haustür. Ach, du Kacke. Genau. Wie verloren? Wo verloren? Hä? Willst du mich trollen? Da war kein einziger. Weißt du was? Ich erkläre den doch Frieden und dann. Gucken wir mal, bevor es schlimmer wird. Kann ich wenigstens die. Die eine. Wahrscheinlich. Dann will ich Kurland, das die Rechte auf Öse behalten, mal.
das noch aufkündigen lassen? Nein. Und das noch? Nein, natürlich nicht. Ja, Forderungen senden. So. Ja, ihr könnt auch. Jetzt muss ich warten, bis die da sind. Ach, warum? Jetzt habe ich ein Minus, warum das jetzt auf einmal? Also wahrscheinlich war ich jetzt hier. Ja, genau. So. Naja, immerhin haben wir eine Provinz. Fehlen nur noch zwei bis. Ja. Wie sieht's hier aus? Ah, ist sogar wieder gesunken, ein Glück. Ah, das können wir wieder aufholen, also, ja. Obwohl, vielleicht hätten wir doch diese nehmen sollen. Dann hätten wir hier mit denen da Krieg machen können, aber egal. Wann läuft der ja, das wird hier im Mai 1474. Wann läuft das aus? 1488. Dann können wir nochmal das versuchen. Das werden wir versuchen. 100%ig. Vielleicht hat es auch einfach an Anführer gemangelt. Möglicherweise. Ja. Hätten wir mal doch das angenommen mit diese drei Provinzen hier oben und naja, gut. Kommt man ja auch nicht an, dass die auf einmal hier so komisch rüberkommen, die hier Schweden und Norweger nichts machen. Na, na gut. Ja. Prestige ist immer in Ordnung. Ja, genau. Wahrscheinlich. So.
Jetzt haben sie irgendwie Probleme mit... mit Heretika oder so. Ja gut. Nein. Jetzt ist das auch durch. Wunderbar. So. Ja, komm. Ach so, die können wir ja mittlerweile auch wieder nach Hause schicken. So. Ernsthaft, die sind... sind sie hier dabei? Interessant. Tja. Ja, da muss man jetzt natürlich aufpassen, ne? Ich würde auch mal sagen, wir schicken... okay. Mal so... zwei... Einheiten... auch mal so darüber. Ja, genau, jetzt habe ich mich natürlich wieder verklickt, ne? Die wollte ich eigentlich darüber und die dahin, damit die auf das Schiff und dann ja, genau. Ah, eine Idee. Ah, wunderbar. Jetzt können wir dann auch solche einstellen. Das ist sehr schön. Ha, nee. Sicherlich nicht. Mein Geld ist mir viel wert. Ja, und die haben natürlich auch irgendwie wieder Kacke am Dampfen oder so, keine Ahnung. Warum macht Novgorod jetzt hier schon wieder irgendwie eine Sperre und nicht in der Krieg mit irgendjemandem? Nö. Wer weiß. Ja. Wie groß ist überhaupt unsere Flotte? Oh, 29 von 26. Ha, die eigentlich. Ja, okay. Gut. Wie sieht es eigentlich hier aus? Ah, komm, das können wir eigentlich machen. Das auch. Ach, hier gibt es schon das nächste Ideenfeld. Ach herrje, ja, müssen wir mal gucken, dass wir hier dann mal schnell durchkommen, ne? So, aber ich würde mal trotzdem sagen, das war schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, bye, bye.